Ich begrüße den Franz Josef Schmidt von den Piraten hier in Berlin, Geschäftsführer der Piratenpartei in Berlin. Hallo. Und auch die Piratenpartei, besonders hier in Berlin, hat sich ja in den vergangenen Jahren häufig in Sachen Drogenpolitik geäußert, war auch die erste Partei, soweit ich mich erinnere, die erste Partei, die ins Abgeordnetenhaus gekommen ist, die wirklich Wahlplakate mit drogenpolitischen Inhalten damals gemacht hatte. Und mittlerweile ist es ein paar Jahre später, Franz Josef, ich sag einfach mal du, und wie sieht momentan die Situation aus drogenpolitisch bei den Piraten in Berlin? Ja, die Piraten in Berlin stehen natürlich weiterhin zu ihrem Programm, das ist auch weiterentwickelt worden. Ganz oben steht eben die Entkriminalisierung, um, sag ich mal, vor allem den Fokus einfach mal abzulenken davon, dass hier Menschen, die ein Recht auf Konsum nachverfolgen, kriminalisiert werden. Und vielleicht, wenn man, sage ich mal, eine Debatte führen will, eher in Richtung Aufklärung, in Prävention zu gehen. Wir haben so ein Seehofer-Problem, sage ich mal, also ich nenne das aber, weil er hat ja zum Beispiel auch die Aufklärung von rechten Strukturen in der Polizei mit dem Argument verhindert, das wäre ja illegal. So ähnlich ist es auch hier. Keiner redet über Hanf, über die Möglichkeiten von Nutzhanf, über den Konsum an sich, weil es ist ja kriminell, es ist nicht in den Schulen. Es ist nicht im Sozialgefüge in den Familien offen diskutierbar und das finden wir eben als Piraten unmöglich. Es ist deswegen wichtig, dass es Parteien gibt, die hier weitermachen in der Richtung. Und gerade wir Piraten, wir haben ein ganz klares Programm, das nicht nur Cannabis, sondern alle Drogen und eine komplette Überarbeitung des Betäubungsmittelgesetzes eben fordert und alle Drogen entkriminalisieren möchte, um, sage ich mal, die Wirkung dieser Drogen in einem ganz anderen Verfahren, nämlich in einem wissenschaftlichen Verfahren, zu diskutieren. Und sind wir natürlich unserer Meinung nach und gefühlt die einzige Partei, die das konsequent verfolgt. Die anderen Parteien, die ja eigentlich auch für die Legalisierung kämpfen wollten, wie du ja so schön gesagt hast, machen das vielleicht auf Rückfrage, aber eben auch nicht offensiv im Programm oder gar mit Wahlplakaten. Ist gerade mal meine nächste Frage, schließt daran an, auf lokaler Ebene. Hier, wir sehen ja hier in Berlin auf Bundesebene, mit Ausnahme der CDU, bewegt sich in allen Parteien was. Die FDP hat einen Beschluss für die Legalisierung gefasst. Selbst in der CDU gibt es vereinzelt Stimmen. Die SPD-Fraktion hat sich nach langem Hin und Her endlich mal zum Cannabis-Entschluss halbherzig durchgerungen. Man sieht, auch da passiert was. Zumindest auf Bundesebene formaljuristisch oder formal gesehen passiert was. Wie ist das bei euch auf Lokalebene? Wie sieht es da aus bei den Parteien, die sich hier auf Bundesebene schon, sage ich mal, für eine Regulierung oder mit einer Legalisierung liebäugeln? Wie sieht das auf Lokalebene aus mit der SPD, mit der FDP bei euch? Ja, also es ist so, dass auf der Lokalebene, sage ich mal, die vor allem ja im Wölitzer Park initiierten, in Friedrichshain-Kreuzberg initiierten Ideen von Coffeeshops, von offenen Abgabestellen mal angedacht waren. Da hatten wir auch mit der grünen Bürgermeisterin Frau Herrmann ein ganz tolles Projekt gestartet. Leider sind wir auch im Moment nur noch in Mitte, also auch nicht mehr in Friedrichshain-Kreuzberg, Piraten in der Bezirksverordnetenversammlung. Und dadurch ist natürlich da eine krasse Stimme weggefallen. Ich habe das Gefühl, dass da schon ein bisschen durch unseren Diskurs mit den Grünen was bewegt wurde in Friedrichshain-Kreuzberg, das in Mitte so nicht funktioniert. Und wir sind eben leider auch in Mitte nur zwei Bezirksverordnete von 60. Es ist einfach im Moment zu wenig Druck im Kessel. Und was man eben auch beobachtet, sage ich mal, auf der Bundesebene, wir haben einen tollen Fortschritt, was die therapeutischen Einsatz jetzt gibt von Cannabis, aber die ganzen Probleme natürlich mit der Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen, die bestehen und so weiter. Das heißt, auch da ist noch lang nicht irgendwas wirklich final erreicht. Und dann gibt es eben viele, die schreiben sich zwar irgendwie ins Programm, die FDP, aber unserer Meinung nach passiert zu wenig. Die Grünen haben es eben nicht nachdrücklich auf der Agenda. Gerade im Bundestag wäre einfach ein Bundesgesetz an der Stelle zu machen, das wirklich das Betäubungsmittelgesetz überarbeitet. Jetzt haben wir heute schon viel darüber gesprochen, dass es in der Politik nicht vorwärts geht, dass besonders die Parteien, die
in Regierungsverantwortung sind, sei es auf lokaler oder auf Landesebene oder auf Bezirksebene, in, was Cannabis betrifft, nicht besonders fortschrittlich sind, nicht besonders entscheidungsfreudig, wenn es um ja, eine Liberalisierung geht. Vorausgesetzt, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber die Piraten dürften jetzt in der nächsten Legislaturperiode beschließen, wie oder mitbeschließen, wie Cannabis reguliert wird. Favorite Model, also wie soll das dann aussehen? Wir haben da heute sehr wenig bisher drüber geredet, wie es denn aussehen sollte, wenn es denn mal schön ist. Ja, also Favorite Model wäre erstmal Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz in der jetzigen Form zu streichen. Ich bin der Meinung, das Betäubungsmittelgesetz an sich müsste eben überarbeitet werden. Es sollte die Möglichkeit geben, Cannabis öffentlich zu beziehen. Die Regulierung kann entweder über Partner, über Einrichtungen geschehen, die dann entsprechend lizenziert werden, oder auch über Apotheken, wenn es sein muss. Da denke ich, kann man ein bisschen flexibel sein in der Hinsicht. Es wäre auf jeden Fall nötig, dass der Eigenanbau legal ist. Also es kann nicht sein, dass Menschen, die daheim diese Pflanze am Fenster stehen haben, kriminalisiert werden. Es wäre auf jeden Fall nötig, dass eine geringe Menge klar definiert wird, und zwar deutschlandweit. Es ist ja so, dass, sage ich mal, in Berlin es relativ unverkrampft ist. Ich bin selbst in Bayern groß geworden, das ist ja viel schlimmer. Also sowohl die Polizeigesetze als auch der Umgang und die Umsetzung der Drogengesetze ist in Bayern katastrophal. Da verlieren ja die Menschen ihren Führerschein, Verdacht. Ein Bekannter von mir ist wegen 0,2 Gramm Tabak-Marihuana-Mischung permanent kontrolliert worden, hat richtig eine Anzeige bekommen. Das Verfahren wurde zwar eingestellt, aber solche Sachen führen ja zu Akteneinträgen und permanenter Überwachung. Und diese Dinge sind auf jeden Fall abzustellen. Es sollte, ich sag mal, das Berliner Modell vielleicht mit gezielten, lizenzierten Shops, die an bestimmten Orten dann existieren, eine Freigabe des Eigenanbaus, das wäre für mich ein guter Start. Wie sieht das momentan, du sagst ja Bezirksverordnetenversammlung Mitte aus. Wir alle wissen, die SPD spielt eigentlich eine mitentscheidende Rolle, ob wir uns da mit in die richtige Richtung bewegen oder nicht. Und wie sieht es da auf Bezirksebene aus, zum Beispiel mit der SPD Mitte? Sind die an dem Thema interessiert, schieben die das weg oder nehmen die das gerne auf und sagen, hey, wir hauen da zusammen einen Antrag raus? Ist leider nichts zu machen. Die SPD schiebt es weg und äußert sich im Zweifelsfall sogar so, dass sie sagen, sie sind nicht für die Legalisierung. Mit den Grünen ist in der Richtung vernünftig zu diskutieren, was ja in Friedrichshain-Kreuzberg am Ende zum Stopp des ganzen Verfahrens damals geführt hat, war die Kompetenzfrage. Die Bezirke haben eben nicht die Möglichkeit, solche Shops einfach einzurichten, quasi auf Bezirksebene eine Legalisierung zu entscheiden. Das heißt, man bräuchte da wirklich eine Reform im Bundesgesetz. Und das ist letztendlich dann auch das Argument gewesen, warum dann in Friedrichshain-Kreuzberg nichts passiert ist. Hans, hast du noch eine Frage an den Herrn Schmidt aus deiner Ecke, sage ich mal, aus der statistischen, wissenschaftlichen Ecke? Ja, bei der Legalisierung wichtig ist, dass die Leute wissen, was sie kriegen. Ich rede auch hier nicht nur von Hanf, weil sauberes LSD, sauberes Mescalin, Pilze, wo man weiß, wie viel Psilocybin und wie viel Psilocybin da drin ist, oder bei irgendwelchen Mischungen mit DMT. Die Leute sollen wissen, was sie nehmen, weil dann können sie auch ein vernünftiges Risikomanagement betreiben. Das heißt, es braucht eine gewisse Ausbildung für psychonautische Reisen, genauso wie das Klettern im Gebirge oder das Reiten. Das braucht Ausbildung, das muss man lernen. Und man muss Möglichkeiten schaffen, dass die Leute das lernen können. Praktische Übungen in Psychonautik, in Schilom rauchen und die Rituale kennenlernen, da ist ja eine Kultur dahinter. Wie stellst du dir vor, könnte man so auf den Punkt der Kultur dazu kriegen, dass es möglich wird, Praxis, wie stellt ihr euch vor, könnte man das machen? Ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Also nochmal danke für den Kommentar. Es trifft
ein bisschen das, was ich eingangs mit dem Seehofer-Komplex bezeichnet habe, sozusagen mit dem Verbot ist alles erschlagen und dann braucht man auch nicht mehr drüber reden. Und da geht ja wirklich Kultur, jahrtausendealte Kultur auch verloren. Natürlich wäre mit der Entkriminalisierung, also der Legalisierung dann auch möglich, dass zum Beispiel psychedelische Reisen als Angebote gestellt werden, dass Menschen eben dann auch Kurse bieten, Begleitung bieten, Schamanismus, im Prinzip eine Legalisierung überführt wird. Und auch solche Kulturgüter, die jetzt im Moment quasi per oder die Mufti, also per Verbot von oben einfach totgeschlagen werden, könnten dann legal stattfinden. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt an der Sache. Es geht hier ja nicht darum, ob Hanf jetzt legal besser oder schlechter für die Gesellschaft ist. Es geht einfach um das Recht der Menschen, sowohl auf Rausch als auch auf die Kultur, die sie erlebt haben, über Jahrtausende erfahren haben in der Vergangenheit und leben wollen und erfahren wollen. Und diese Dinge, hoffe ich, sind dann auch wieder möglich. Also alles, was dann mit Begleitung und Aufklärung zu tun hat, trifft ja genau unseren Hauptforderungspunkt. Mehr Aufklärung und mehr eben offener über die Sachen reden. Ja, ich bin ja der Meinung, Psychonautik, das ist etwas, das hat vor allem mit Bildung, mit Wissenschaft und mit Kultur zu tun. Und deswegen ist für mich auch die WHO und all diese Institutionen ungeeignet, das zu organisieren. Weil die meisten Drogenkonsumenten, die ich kenne, die sind nicht krank. Das ist nichts, kein Fall für die WHO. Und wenn die Kultur entsprechend sich entfalten könnte. Und meine Forderung ist ja, dass Psychonautik und die ganze Rituale, und dazu gehört auch die Partykultur, weil das ist ein Ort, wo Leute ein Setting finden, wo es für sie angenehm ist, bestimmte Drogen zu konsumieren und das als immaterielles Weltkulturerbe anerkennen. Wenn ich mal kurz noch mal einhaken darf an dieser Stelle, Fabian, wir sind jetzt ein bisschen vom Cannabis auf allgemein illegalisierte Substanzen abgeschweift gerade. Und bist du der Meinung, du bist momentan sozusagen am Puls der Zeit, du hast mit Politikern tagtäglich zu tun, mit Menschen, die Gesetze machen. Bist du der Meinung, da hat sich auch was geändert bei uns in der, sage ich mal, in der politischen Landschaft, dass man jetzt nicht nur noch über Cannabis reden kann, sondern auch schon sozusagen illegale Substanzen mit ins Boot nimmt? Oder glaubst du, dass wir da würde man derzeit eine Tür aufstoßen, die noch nicht weit genug offen ist? Also es ist natürlich die Tür noch nicht weit genug offen, aber es ist so, dass der therapeutische, die Anerkennung von Cannabis, zumindest bei austherapierten Krankheiten, in denen Cannabis nachweislich wirkt, die medizinischen Studien, die dann auch durchgeführt wurden, bei uns einen gewissen, zum Glück, ja, so einen gewissen wissenschaftlichen Druck aufbaut, dass dann die Dinge eben auch als Therapeutika, also als Heilmittel anerkannt werden. Da ist in meinen Augen ein Schritt passiert und der beschränkt sich in der Form nicht auf Cannabis. Also medizinische Studien, gibt ja jetzt auch Firmen, die anfangen mit LSD, mit MDMA zu experimentieren, die dann zeigen, also wirklich belegen, dass die Substanzen als wirksamer Stoff für Krankheitstherapien eingesetzt werden können. Die führen dann dazu, dass es zumindest in der Medizin einen Fortschritt gibt. Leider beschränkt sich das da drauf im Moment. Das ist allerdings, sage ich mal, so eine kleine Tür, die dann vielleicht auch weitergeht als das. Ja, beim Cannabis als Medizin haben wir auch gesehen, dass die Legalisierung von medizinischem Cannabis hat entstigmatisiert, hat die öffentliche Diskussion auch über Recreational Use angestoßen und doch so manche Tür geöffnet, weil einfach mal Leute legal kiffen konnten, aus gutem Grunde. Und ich denke, das ist, wenn man zum Beispiel von der medizinischen Anwendung von Psilocybin spricht, Microdosing und ähnliche Dinge, wenn es da mehr Studien gibt, wenn da die ersten Türen geöffnet werden, denke ich, dann kann man auch in der Gesellschaft darüber reden, ob man mit anderen Drogen, also mit anderen illegalisierten Substanzen dann ähnlich verfährt wie mit Cannabis. Aber meine persönliche Meinung ist auch, erst wenn die Gesellschaft bereit ist für gewisse Dinge, kann man da auch Früchte ernten. Und ich denke, die gesellschaftliche Diskussion für Cannabis hat sich mittlerweile doch sehr geöffnet. Die gesellschaftliche Diskussion um illegalisierte Drogen ist immer noch mit sehr vielen Stigmata besetzt, die wir bei Cannabis
gerade dabei sind, zu überwinden. Meine persönliche Meinung, ganz zum Schluss. Ja, also man muss sicher einen Schritt nach dem anderen gehen. Und ich finde einen Punkt, den Hans auch angerissen hat, ganz entscheidend. Es wird im Moment diskutiert, überwiegend auch bei Cannabis diskutiert, in den Studien. Es gibt jetzt eine neue Studie, die extra zur möglichen Legalisierung in Neuseeland verfasst wurde, ob es sozusagen einen gesundheitlichen Vorteil bringt, wenn insgesamt legalisiert wird. Und das ist in meinen Augen, es wäre so ähnlich, als würde man fordern, dass freie Rede oder fehlende Zensur nur dann möglich wird, wenn es irgendwie einen Vorteil bringt, am besten für die Regierung. Das ist natürlich Quatsch, es geht hier um Grundrechte. Und da muss man sich Schritt für Schritt annähern und gleichzeitig natürlich auch dann beobachten, was passiert. Also klar, Cannabis ist sicherlich jetzt der erste Schritt und wie das dann weitergeht, soll dann hoffentlich ja, die Entwicklung sein. Das war ein schönes Schlusswort, Fabian. Ich denke, wir müssen weiter im Programm machen. Vielen Dank, dass du heute Zeit hattest, uns hier zu unterstützen. An dieser Stelle aus nochmal vielen Dank für alles. Ja. Ja, vielen Dank euch. Ja, gerne. Gut, Fabian Schmidt, Geschäftsführer von den Piraten.